gerade wieder wie gestern die Bushaltestelle meinen Freund abholen. Ja, heute wird ein Bussimulator PS4 Part 2 rauskommen. Yep. Part 2. Es hat euch das erste Part gefallen. Ja. Ich versuche heute etwas die Haltestellenansagen vom Bus etwas lauter zu machen, weil man das nicht so richtig verstanden hat. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst und einen Daumen hoch da lassen. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich laufe gerade zur Bushaltestelle. Ja, mein Freund kommt wieder. Ich habe zum ersten Mal gestern mein Video gecuttert. Ja. Geschnitten. Auf dem Handy. War eine Scheißarbeit. Hat knapp 2 Stunden gedauert, bis ich mein Video fertig gecuttert habe. Ja. Wir sehen uns gleich. Wenn man Bus hat, ist gleich. So Leute, da bin ich wieder. Wir sind auch fast an der Bushaltestelle. Impelmann. Ich kann eben gerne die andere Bushaltestelle zeigen vom 920er. In Impelmann. Die Haltestelle befindet sich da hinten. Da hält der 21er und da hält der 20er. Früher ist der 924er hier lang gefahren und da ist er früher der SB42 lang gefahren. Ja. Ich laufe jetzt einmal dahin und zeige euch die Haltestelle. Impelmann. Die neue Buslinie 920. Ja. Wir laufen einmal dahin. Bis gleich der 921er der Bus kommt. Ja. Und bis dahin zeige ich euch 920er die Bushaltestelle. Dass ihr wisst, wo da lang fährt die Busse. Yep. Hier zeigt euch, wo der Bus lang fährt. Welche Haltestelle der Bus hält. Genau da ist Corona-Regel. Und bis hier kein Haus in Köln fährt der Bus. Ja, Sonntag, Feiertag, kommt der immer da. Alle 15 Minuten, geil. Ja, dann laufen wir einmal in die andere Straßenseite und zeige euch da den Bushaltesteller. Bis wohin der fährt. Da kommt ein Bus. Auf den Bus kommen, kann ich euch ja zeigen, wie der Bus sein wird. Ja, da ist der 120er. Halber Tag, halbe Stunde Tag. Ja, wir müssen halt in Deutschland. Hat für den Zeiss. Wir dürfen niemals
Fahrrad ist sauber für den Scheiß. Aber kein YouTube aufnehmen. Hat wie ich ja letztens gemacht habe, das durchschnittliche Praktikum gefahren. Ja, was für ein Scheiß. Ich bin nicht ruhig besser, aber egal. Kann man ja nichts machen. Ja, der Bus. Fährt Richtung Duisburg Hauptbahnhof Ostangang. Könnt ihr gleich sehen, wenn der abfährt. Ja, wenn der überhaupt abfährt. Sonst ja. Dramatisch. Während Corona. Da ist der Bus. Nummer 20er. Bahnhof Ostheimer. Jetzt zeige ich euch auch, was lohnt der noch werden. Außer also, ich bin Bahnhof Ostheimer. Ja, ich bin mal mit dem Bus bis auf Minuten, dann wird es mir krass. Jetzt vielleicht zu fahren. Ja, da seht ihr, der fährt bis zum Sportpark Neudorf. Hier ist Duisburg Hauptbahnhof Westeingang. Die neue Haltestelle Duisburg Hauptbahnhof Westeingang. Früher hieß die Tonhalle Straße. Ja, und hier halt Corona-Rede. Hier auch halbe Stunde Tag und jetzt 15 Minuten. Vorher wurde der SB42 Geithner hatte eine Stunde Tag. Jetzt zeige ich euch Impelmann, wo der 921er fällt und wo früher der S924er gehalten hat. Ja, mit dem bin ich gerne gefahren. Ja, der hatte früher einen blöden Takt. Nimmt immer 920er, gleich Aussteig 4, da Aussteig 3. Ja, leider war die Sonne im Weg, konnte ich nicht zeigen, welche Bussteig wir sind. Ja, jetzt laufen wir einmal bis nach Impelmann. Wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Da bin ich wieder. Wir gehen jetzt erstmal in die Haltestelle. Ja, wir haben 11.08 Uhr. Ja, hoffentlich hat kein Bus. Hoffentlich hat der 21er nicht Verspätung. Ja, hier ist Bussteig 2. Und da hinten ist Bussteig 1. Da hinten ist Bussteig 1. Bitte. Ich hatte ja letztens bei einem Video gesehen, dass der Bus eine halbe Stunde Verspätung hat. Ja, dann ganz hinten ist die nächste Haltestelle Kramacker. Ja, Bussteig 2 ist hier. Und ihr seht, welche Haltestelle wir sind. Ja, hier ist früher der 924er gefahren. Hier ist der früher der 924er gefahren. Der ist früher Impelmann. Erstmal Kreuzacker. Kam der dann von da, ist hier da reingebogen, die Alpen. Und ist dann da lang weitergefahren. Aber jetzt fährt er nicht mehr. Bisher fährt der 924er E. So ist er dann lang gefahren. Ja. Ja, hoffentlich kommt der Bus pünktlich. Da waren früher eine halbe Stunde da. Ja, war nervig. 29er fährt so wie immer.
seit dem Fahrplan nicht so fette so wie früher. Ja. Dann zeige ich euch mal jetzt den Bahnsteig an. Da konnte ich ja nicht. Person am Balkon war. Bahnsteig 1. Leute, guck mal, warum ich die Kamera rede. Hoffentlich kommt gleich der Bus, wir haben jetzt 11.11 Uhr. Ja, wir sehen uns dann hier hinten, wo die Steine sind, genau da an der Steine stellen wir uns hin. Ja, gucken, wann der Bus kommt. Wenn der überhaupt kommt. Er hat die letzten 2 Stunden verfehlt. Bevor wir den Video gesehen, der Bus. Halbe Stunde warten auf den Bus. Buslinie 921er Richtung Mörs in Corona-Zeit. Ich habe dann alles zusammengeschnitten, Teil 1 und Teil 2 und Teil 3. Habe ich alles zusammengeschnitten. Nicht so wie immer. Ja. Warm heute, die Sonne scheint. Ja, jetzt kann ich euch zeigen, was ich habe. Ja, der Bus kommt jetzt auch. Ist auch gut. Und ich kann noch. Richtung Mörs. Ja. Der 924er kam von da, ist dann hier in die Kreisverkehr reingebogen, ist dann hier lang gefahren, wo der 921er war. Jetzt laufen wir zum 921er. Jetzt will ich aber rein. Jetzt da ab, ja, Richtung Mörs, ja, von Liefern, ja, das war's jetzt von meinem Video, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr keine Videos mehr verpasst und lasst ein Like da. Bis dahin und ciao, euer Bus- und Bahn-Experte.